Deswegen ist der Shake für mich das A und O. Ich kann alles anpassen. Ich kann weniger Haferflocken nehmen, ich kann mehr Haferflocken nehmen, whatever. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute Montag, das heißt Thema Ernährung bzw. Fitness. Heute Ernährung. Wie ich schon angekündigt habe, möchte ich heute euch einen kleinen Shake vorstellen. Beziehungsweise, was heißt ein kleinen Shake? Relativ groß. Was man ihm sagen muss, falls ihr hier Knaller oder so im Hintergrund hört. Heute ist der 31.12.2018, das heißt, es ist Silvester, beziehungsweise es wird geballert. Und ich drehe ein Video, also nicht wundern, im Hintergrund wird ab und zu mal geballert. Ja, was möchte ich euch heute vorstellen? Heute möchte ich euch den einfachsten Weg vorstellen, schnell, viel und gute Masse aufzubauen. Das heißt, ich stelle euch einen Shake vor, der nicht aus Whey-Protein und Wasser besteht, sondern gegebenenfalls mehr oder weniger Nährzutaten bekommt, die man sich selber auswählen kann und somit seinen eigenen Shake kreieren kann, was man nach eigenen Wünschen, nach eigenen Vorstellungen. Punkt 1. Für mich selber hat sich am einfachsten dargestellt, ich habe in meinem Leben, in meiner Ernährung viele verschiedene Bausteine. Es sind einzelne Mahlzeiten, die setze ich mir zusammen mit den Dingen, die ich brauche. Das ist zum Beispiel ganz oft Gemüse, Reis, Chicken, Nudeln. Gemüse, Chicken, dieser Shake, ich habe ein festes Frühstück. Das sind alles Bausteine und je nachdem, wie ich mich gerade ernähre, setze ich da etwas zu oder nehme da etwas von weg. Was ich heute habe, ist dieser Shake, den ich euch vorstellen möchte. Das ist so der modifizierbarste Teil in meiner Ernährung. Vorteil, ich kann selber auswählen, wie viel Eiweiß ich zu mir nehme. Ich kann die Kalorien komplett anpassen. Ich kann anpassen, wie er schmeckt. Und ich kann ihn innerhalb von 8 Sekunden trinken. Das mögen jetzt einige von euch vielleicht nicht glauben, deswegen blende ich gleich mal kurz ein Video ein. Den Shake, den ich in diesem Video trinke, der hat knapp 1200 Kalorien. Das, was ich euch vorstelle, sind bis zu 1650 Kalorien. Das werde ich aber gleich. Ich zeige euch mal eben kurz das Video. So, das Video habt ihr jetzt gesehen. Ja, ich hatte keine Klamotten an, es tut mir leid. Mir wird ein bisschen warm, wenn ich so schnell trinke. Da habt ihr gesehen, ich habe es geschafft, innerhalb von 8 Sekunden diesen Shake zu trinken. 1200 Kalorien innerhalb von 8 Sekunden ist für mich sehr gut, weil ich es sehr schwierig mich damit tue, viele Kalorien zu mir zu nehmen. Beziehungsweise muss ich so viele Kalorien zu mir nehmen, dass es mir einfach schwerfällt, so oft zu essen. Und dieser Shake nimmt mir einfach schon mal ein Viertel des Tages ab mit 1200 Kalorien. Das heißt, ich habe dann noch 3 bis 4 vollwertige Mahlzeiten und komme dann so auf 4.500 Kalorien. Woraus besteht dieser Shake? Erstmal, natürlich hat man eine Flüssigkeit im Shake. Das ist meistens Wasser oder Milch. Ich persönlich habe früher mal Milch genommen. Wir haben gutes Kalzium da drin, wir haben etwas an Eiweiß und einfach für den Geschmack. Heutzutage trinke ich kaum noch Milch, weil ihr seht, meine Haut ist nicht die beste und damals war sie noch beschissener. Kommt einfach durch den erhöhten Milchkonsum unter anderem. Deswegen habe ich Milch jetzt komplett weggelassen, weil Milch übersäuert den Körper, wenn man zu viel Milch zu sich nimmt und das ist dann schlecht für die Haut, die wird dann zu fettig. Anderes Thema, ich nehme keine Milch. Wenn man Milch nimmt, stocke ich immer meinen Shake so weit auf, dass ich 1 Liter voll habe. Bei Wasser ist das natürlich Kalorien egal. Wenn wir jetzt 600 Milliliter Milch in unserem Shake drin haben, sind wir bei ungefähr 384 Kalorien, wenn wir Milch mit 3,5% Fett nehmen. Natürlich auch noch ein Riesenfaktor. Wie gesagt, ich nehme Milch, das heißt, die knapp 400 Kalorien fallen schon mal weg. Wie stelle ich jetzt meinen Shake zusammen? Für mich ist der perfekte Shake 200 Gramm Haferflocken, das sind 700 Kalorien, das ist die Grundbasis. Und dann kommen Geschmacksstoffe bzw. Zutaten dazu, um auf was anderes außer nur Kalorien zu kommen. Ich habe zwar durch die Haferflocken schon 27 Gramm Eiweiß, möchte ich allerdings ein bisschen mehr Eiweiß haben, dann mache ich mir dann ein bisschen Whey-Protein rein. Zum einen habe ich dadurch mehr Eiweiß, 30 Gramm Whey-Protein sind ungefähr 24 Gramm Eiweiß. Und den Geschmack kann ich komplett auswählen, weil Whey-Protein kann man Schoko, Vanille, whatever bestellen. Ich packe euch mal einen Link in die Beschreibung, falls ihr euch was bestellen wollt. Das ist MyProtein, da kriegt ihr das am günstigsten. Das mache ich mir damit rein. Viele Leute sagen, MyProtein, da löst sich das Protein nicht so gut auf. Im Shaker ist es so oder so scheißegal. Deswegen das günstigste, es ist gut und das nehme ich persönlich immer. Was mache ich noch rein? Ich mache mir immer noch eine Banane rein. Banane hat sehr gute Ballaststoffe, genauso wie Haferflocken, das heißt, Stuhlgang ist besser.
Nein, einfach für den Geschmack, weil Banane hat eine gewisse Süße. Je älter die Bananen werden und je dunkler die werden, desto süßer werden die. Das heißt, wenn ihr euren Shake ein bisschen süßer wollt, dann nehmt ihr euch eine dunklere Banane. Wenn nicht, dann nehmt ihr euch eine hellere Banane oder lasst die Banane komplett weg. Eine Banane würde allerdings um die 100 Kalorien zusätzlich bringen. Kleine Bananen 80, große 135. Je nachdem, wie groß die Banane ist, habt ihr da eine Kalorienzufuhr. Des Weiteren mache ich mir noch Honig rein für die Süße. 10 Gramm, das sind 30 Kalorien. Muss man nicht machen. Ich finde es einfach ein bisschen besser für die Süße. Ich denke, das habe ich damals übernommen. Ich habe damals sehr viel Magerquark gegessen, habe mir da Honig mit reingemacht. Und dann zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Schmeckt einfach Bombe und ist ganz einfach. Was ich auch noch mit reinmache, ist Erdnussbutter. Erdnussbutter 30 Gramm. Erstens habe ich nochmal 180 Kalorien extra. Erdnussbutter, Nüsse allgemein haben relativ gute Fette. Bei Erdnüssen sind es jetzt die schlechtesten Fette und die schlechtesten Eiweiße, beziehungsweise das, was der Körper am wenigsten verarbeiten kann. Aber es ist immer noch besser als nichts, es ist immer noch gut und ich habe knapp 200 Kalorien extra. Was ich früher oft gemacht habe, was ich mittlerweile nicht mehr so oft mache, weil es dadurch extrem dickflüssig wird, sind Chiasamen. Chiasamen kriegt ihr auch eigentlich überall. Da habe ich immer 30 Gramm reingemacht, das sind immer 140 Kalorien extra. Samen sind gesund und sie haben sehr, sehr gute, viele Fette in sich. Wenn man jetzt das alles, was ich aufgezählt habe, das heißt Haferflocken, 3,5, 200 Gramm Haferflocken, 600 Milliliter mit 3,5%iger Milch, 10 Gramm Honig, eine Banane, 30 Gramm Whey, 30 Gramm Erdnussbutter und 30 Gramm Chiasamen reinmachen würde, kommt man auf 1654 Kalorien ungefähr. Wie gesagt, ich lasse bei mir persönlich die Chiasamen weg. Und nehmen keine Milch, sondern nur Wasser. Ich komme dann auf, lass mich lügen, 1180, also knapp 1200 Kalorien. Ist für mich perfekt. Das sind 60 Gramm Eiweiß, 30 Gramm Fett, hauptsächlich durch die Haferflocken und durch die Erdnussbutter, 15 Gramm jeweils knapp. Und Kohlenhydrate komme ich auf 164. Deswegen ist der Shake für mich das A und O. Ich kann alles anpassen. Ich kann weniger Haferflocken nehmen, ich kann mehr Haferflocken nehmen, whatever. Ihr könnt euch jetzt auch vorstellen, ein Liter ist ganz schön viel. Warum nimmt man einen ganzen Liter? Ich habe früher so einen kleineren Shaker gehabt. Ich habe jetzt einen recht großen, wie man im Video gesehen hat. Früher hatte ich einen kleineren, da haben nur 400-500 Milliliter reingepasst und dadurch wurde das extrem dickflüssig. Und eine Sache, einen Tipp kann ich euch geben: Nehmt lieber etwas mehr und dafür flüssiger, als etwas weniger und dafür dickflüssig, weil dickflüssig kann man nicht trinken. Das ist wie Schleim im Mund, das schmeckt einfach nicht. Wenn es so flüssig ist wie bei mir im Video, das heißt ungefähr 1 Liter, kann man das so einfach wegexen. Ist auch eine Sache von Übung. Ich habe ja jahrelang, teilweise früher habe ich eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde für einen Shake gebraucht, weil ich immer wieder ein bisschen was getrunken habe und dann musste ich erstmal wieder runterkommen. Und durch dieses extra Wasser bzw. durch die extra Milch, das ich auf 1 Liter aufstocken kann, kann ich das halt so runtertrinken. Und für mich habe ich herausgefunden, am besten ist es gar nicht erst abzusetzen, weil dann kommt gar nicht erst dieses Hungergefühl auf. Hört sich ein bisschen krank an, so viel trinken, damit man keinen Hunger kriegt auf Krampf. Aber für mich ist es die einzige Möglichkeit, wirklich gut, viel, schnell und qualitativ hochwertig zuzunehmen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute.